Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, heute hier das dritte Advent-Special für euch. Ihr seht ja Tiegel schon außenrum liegen. Und heute zünden wir mal die dritte Kerze hier mal ausnahmsweise mit dem Gasbrenner an. So, jetzt haben die dritte Kerze brennt schon. Silvester ist auch nicht mehr fern, Weihnachten erst recht nicht. Ja, wir zünden hier heute Silver Pirates von Fire Event, Vipper 1, Pyro Trade, Pyro Libelle, einen schönen Vulkanik von Panda, ein Chili Spinner ist mit dabei. Dann eine fette Fox-Rakete mit knapp 19 Gramm. Und dann haben wir hier noch eine ältere Keller-Rakete. Und natürlich wieder die Leuchtkugel-Rakete vom Keller ist auch wieder mit dabei. Und eine kleinere Batterie aus der Royal Class, aus dem Ruler of the World. Ich würde sagen, mit dem kann man schon ein bisschen was anfangen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Zündung und wünsche euch noch einen schönen dritten Advent. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, jetzt herzlich willkommen hier bei der Zündelstelle. Wir haben jetzt hier die Sachen parat. Und wir beginnen hier einfach mit der schönen Libelle von PyroArt. Und zwar die Raketen, also nicht wundern, dass die jetzt fehlen. Die gibt es natürlich auch, nur die holen wir gleich noch. Die sind noch verpackt. Jetzt gibt es hier erstmal die schöne Libelle von PyroArt. Sag mir nicht, dass die jetzt nicht funktioniert. Sie muss. Naja, wir gucken mal, ob wir die retten können. Wenn nicht, dann gibt es einen Ersatz. Den schneide ich denn jetzt ein. So Leute, jetzt hier der Ersatz. Und zwar jetzt hier die PyroArt Libelle. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt ohne Spaß. Die dritte Libelle von PyroArt, die nicht gezündet hat. Nein, doch. Also eine Libelle habe ich noch, das sind die vierte aus der Packung. Wenn die auch nicht funktioniert, dann sind die PyroArt-Libellen einfach kacke. Keine Ahnung, was mit denen denn falsch ist. Ich schätze mal, ehrlich gesagt, dass die auch nicht funktioniert. Mal gucken. Leute, ohne Witz. Das war gerade die vierte Libelle von PyroArt. Das sind ganz normale Pyroart-Libellen und einfach keine hat gezündet. Nein, doch. Wirklich jede einzelne ist reingebrannt. Nein, doch. Und hat nicht gezündet. Also echt schade, sorry, dass ich euch jetzt hier nichts liefern konnte. Mal gucken, ob es dann nochmal irgendwie ein Summ-Summ gibt oder so. Wenigstens als kleine Entschädigung, aber was, ich kann ja nichts machen. Hier alle vier einfach hier reingebrannt und das war's. Also schade. Auf die hatte ich mich eigentlich gefreut, aber was soll man machen? So, die Libelle war leider nicht mehr zu retten, dann seht ihr den Einschnitt, den habt ihr jetzt gerade gesehen. Dann geht es weiter mit dem Vipper 1, hier von Pyro Trade. Sind auch schon wieder gute Aussichten hier, dass die funktionieren. Ganz gut, die kleinen Teile. Weiter geht's mit Nummer 2. Echt ganz geil, die Teile. Weiter geht's hier mit dem Vulkanix von Panda. Den machen wir jetzt mal hier. Und wünsche euch jetzt viel Spaß und ein schöner Vulkan. Hoffentlich enttäuscht uns auch nicht heute. Ja, ich würde sagen, eine schöne kleine Fontäne. Kann man sich auf jeden Fall mal holen für ungefähr 50 Cent das Stück. Und die werden wir jetzt auch gleich nehmen hier, um die Fifi-Five-Rakete in die Luft zu katapultieren. Bietet ja so mehr oder weniger eine perfekte Abschussrampe. Den hast du dir so halb weggeschmort. Dann viel Spaß jetzt bei der Five-Rakete. Alles klar, die eskaliert erstmal voll. Was haben wir hier noch Schönes? Wir haben hier noch einen Chili Spinner von Leslie. Dann gibt es den jetzt auch hier natürlich direkt hinterher. So, Lunte brennt. Quickling kommt irgendwie nicht. Schade. Aber das ist bei manchen so. Jetzt haben wir hier noch zwei Silver Pirates von Fire Event. Oh, und dann kommen hier noch die schönen Raketen und die Batterie. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen gleich. Jetzt gibt es aber erstmal hier die Silver Pirates.
auf jeden Fall lauter als die Wipper. Weiter hinterher. War nochmal stärker. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, die Teile. So Leute, die drei Raketen sind aufgestellt. Die Leuchtkugel, die Keller und die große von Fox. Los geht's mit der Leuchtkugelrakete. Schönes Teil. Jetzt geht's direkt weiter mit der von Keller. Keine Ahnung, ob das ein Zerleger ist oder nicht. Wir werden es ja gleich erleben. Nein. Aber schöner Effekt. Und jetzt geht's direkt weiter hier mit der Fox-Rakete. Knapp 19 Gramm. Mal gucken, was sie kann. Gezündet vom Pyrolyte Germany. Der ist auch mit am Start heute. Boah, für 19 Gramm geht auf jeden Fall mehr. Für 18,5 Gramm war die schon relativ schwach, finde ich. Ja, dann sehen wir uns jetzt gleich wieder zur Batterie. Und dann war es auch schon wieder mit dem heutigen Special. Ich sage jetzt schon mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Und jetzt wünsche ich euch nochmal viel Spaß hier bei der kleinen Batterie von Leslie. Wie gesagt, die ist aus dem Rulers of the World. 50 Gramm NEM, 10 Schuss. Oh, mal schauen, was sie kann. Viel Spaß dabei. Und dann bis zum nächsten Video. Schönen dritten Advent noch. Und ja, also viel Spaß nochmal. Jawohl.